Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Wir begeben uns jetzt in den nächsten Einsatz. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Bin sehr gespannt. Achtung, Hilfeleistung VU1, Einsatz für LF24, RTW1, Waldstraße. So, ein Verkehrsunfall. Also das erste Mal jetzt kein Brand. Wir fahren beim LF24 mit als Gruppenführer, habe ich mir jetzt mal so gedacht. Vor Ort können wir uns dann ja auch immer noch umentscheiden. Wenn wir jetzt gleich losfahren, bin ich natürlich auch erstmal wieder ruhig, damit wir die Funksprüche anhören können. Das dürfte dann jeden Augenblick auch soweit sein. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen vom Einsatz. Kommen. PKW von Straße abgekommen. Keine Personen im Fahrzeug. Kommen. Verstanden. Ende. So. Also die Person, die ist auf jeden Fall schon mal in der Sicherheit. Das ist schon mal wunderbar. Dann wollen wir uns mal beeilen und hinfahren. So, jetzt habe ich nicht mitbekommen, wo das ist, aber ich denke, wir werden gleich auch da sein. Wow, sehr interessante Fahrweise hier von meinem Kollegen. Könnte fast meinen, er hat schon einen Intus. Eieieiei. So. Ist hier rechts, jawohl. Meine Waldstraße hieß das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das könnte hier ja jetzt schon bald sein. Waldgebiet ist auf jeden Fall vorhanden. Ah, da winkt jemand. Wunderbar. So. Einmal Funksprüche müssen ja jetzt wieder kommen. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201, kommen. Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Verkehrsunfall Landstraße. Ein PKW in Böschung. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, der Krankenwagen ist auch eingetroffen. Dann fangen wir doch mal an. Organisieren den Einsatzort. Absichern, Ortsbegehung. Straße absichern. Machen wir die Fahrspur. Hier mal. So, dann ausleuchten können wir machen. Okay, mehr können wir erstmal nicht. Dann starten wir. Steigen hier aus. Wechseln die Kamera. So, habe ich mit dem zu sprechen oder erstmal schauen. Außerdem sollten wir den Brandschutz sicherstellen. Ja, das kriegen wir hin.
Ja, er geht definitiv einmal zum Rettungswagen. Das hat man gesehen, dass er da irgendwie was hat. So, muss gesichert werden, außerdem sollten wir den Brandschutz sicherstellen. Ja. Das sehe ich genauso. Betriebsmittel sind ausgelaufen, die müssten wir also auch entfernen. Und jetzt machen wir die Anweisungen. So, Verkehrsunfall. Geräteablage machen wir mal hierhin. Brandschutz bereitstellen. Oh, was nimmt man da? Ich würde jetzt wohl den ABC-Pulverlöscher nehmen. So. Und dann können die schon mal loslegen. Was haben wir hier noch? Fahrzeug sichern, definitiv auch noch. So, dann dürfen wir alles haben. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldungen. Fahrzeuge werden gesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe werden abgebunden. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, Geräteablage ist dann gleich fertig. Da wird das Auto jetzt gesichert. Der Krankenwagen fährt weg. Wunderbar. Brauchen wir uns da schon mal nicht weiter drum zu kümmern. So, gegen Wegrollen auf jeden Fall schon mal fertig gesichert, würde ich sagen. Ah, ne, da kommt noch einer. Wunderbar. Dann einmal die Batterie abklemmen, bitte. Fährt der Kollege weg. Man hört ihn noch so ganz leicht im Hintergrund. So. Batterie abgeklemmt. Wunderbar. Da hinten die Autos warten. Fantastisch. Oder sind die da auch aneinander gefahren? Naja, das soll nicht unser Problem sein. In diesem Moment zumindest nicht. So, Fahrzeug ist soweit gesichert. Dann müssen wir. Was müssen wir machen? Fall Person befreien brauchen wir nicht. Technische Hilfeleistung, Betriebsstoffe abbinden. Genau. Das habe ich doch noch gesucht. So. Dann holt er jetzt erstmal das Bindemittel. Wunderbar. Kommt wahrscheinlich über den Besen. Jo. Wunderbar, das läuft ja. So, normalerweise müsste man das jetzt auch wieder auffegen, oder sehe ich das falsch? Oder bleibt das jetzt so? Das kann natürlich auch sein, dass das so bleibt. So, ich weiß, dass bei einem Auftrag das mal, oder bei einem Einsatz im Parkhaus war das, da hat man das hier auch wieder weggefegt, meine ich. So, dann sind wir hier soweit, denke ich, fertig. Da können wir nichts mehr machen. Verkehrsunfall, Brandschutzbereitschirm brauchen wir nicht mehr. Dann können wir jetzt eigentlich zusammenpacken. Ach, ausleuchten hatte ich jetzt natürlich vergessen, aber gut. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, mit Aufräumen dürfen wir jetzt. Das machen wir dann natürlich auch. Du kommst da oben hin. Dann nehmen wir da mal noch eins und Keil. Da sind wir fast unserem Kollegen umgelaufen. Direkt nochmal hinterher. Da steht ein Schild. So. Der kommt da hin. Und dann kann eigentlich das Auto abgeholt werden, aber damit haben wir jetzt hier im Spiel nichts mehr zu tun. So, hier machen sie hoffentlich jetzt alles zu. Dann können wir auch schon Richtung Feierabend wieder gehen. Ja, das war doch mal ein schöner, abwechslungsreicher, naja, abwechslungsreich nicht unbedingt, aber halt mal was anderes als nur Brände löschen.
wie in den letzten Folgen zu sehen. In dem Sinne würde ich sagen, wir können abrücken. Haben wir hier das auch eingesammelt? Scheinbar ja. Dann können wir abrücken. So, dann setze ich mich jetzt hier rein, aber die Heimfahrt werde ich euch jetzt nicht noch zeigen. Das ist ja doch relativ langweilig immer. Naja, langweilig kann man nicht sagen, aber das muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Unfallfahrzeug gesichert, Betriebsstoffe abgebunden, Einsatzstelle übergeben, rücken wieder ein, kommen. Verstanden, Ende. Wunderbar, so die Funksprüche wollte ich euch jetzt doch noch einmal mit zeigen. Und ja, damit würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Abo da. Aber natürlich würde ich mich auch sehr über ein Like oder auch Kommentar freuen. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao.